Erik Kohler, der Prix Benevol wird das Jahr als Pfeifers verliehen. Ein Haufen Leute fragen einmal, was ist denn das Benevol? Der Prix Benevol ist eine kantonale Trägerschaft, die das Ziel hat, Freiwilligenarbeit sichtbar zu machen, zu honorieren und wertschätzen. Das sind so Arbeiten, die man gemeinnützig macht, ohne Lohn? Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, es ist freiwillige Arbeit, es ist ehrenamtliches Engagement, wo sich die verschiedenen Vereine und Organisationen können bewerben drum. Die Bewerbung ist gelaufen, jetzt von letzten Januar bis im Juni. Und es haben in diesen Gemeinden, die mitgemacht haben, haben sich dann alle Vereine können entsprechend eine Bewerbung einreichen. Im Sarganserland ist es Wallenstadt, Mels, Sargans und Pfäfers, die mitmachen. Und einfach in diesen Gemeinden haben sich dann auch die Vereine können anmelden. Wir vier Gemeinden im Sarganserland haben dann auch beschlossen, dass wir uns da die Arbeit ein Stück weit teilen und haben darum auch jetzt an diesem Sonntag regional den Anlass gemacht, um regional auch noch den Preis zu verleihen. Wir müssen vielleicht jetzt sagen, wir nennen das jetzt auf, zu Pfeifers, weil die Verleihung in Pfeifers stattfindet. Genau. Wir nennen es aber am Donnerstag auf. Es ist vorher aufgenommen und wir strahlen es jetzt einfach dann später aus, nur damit ihr daheim wisst, um was es da überhaupt geht. Also, das heisst also, man kann sich bei der Gemeinde anmelden und dann gibt es dort schon eine Vorselektion. Es gibt ein Formular, das wirklich alle Organisationen können ausfüllen können. Und es gibt dann Kriterien, anhand von denen, wo denn das beurteilt wird. Es gibt in jeder Gemeinde eine Jury aus zwei Personen, nicht von der Gemeinderat, sondern sonst Leute aus dem Dorf, die dann anhand von diesen Kriterien die Bewerbungen anschauen und bewerten. Was sind das so Kriterien? Ist es eine Zeit oder ist es etwas ein Erfolg? Oder? Ja. Es ist, ein Kriterium ist, dass es auf Nachhaltigkeit, also über eine gewisse Zeit ausgerichtet ist, das Engagement. Dann ist ein Punkt, dass man eine Zielgruppe und wirklich Ziele im Sinn hat. Dann gibt es gewisse Rahmenbedingungen, die angeschaut werden. Es ist wichtig, dass man die Freiwilligen auch unterstützt und Spesen entschädigt. Also, dass man da, das so ein bisschen eingebettet hat und organisiert hat auch das Ganze. Ja, das sind so die Kriterien, anhand von denen, wo man das durchgeht. Kannst du mal ein Beispiel jetzt nennen, zum Beispiel aus einer Gemeinde, die du gar kennst, also wo jetzt hier in die Grenze gekommen ist? Ja, wir hatten im ganzen Land 17 Bewerbungen gehabt. Und das ist wirklich, das geht von im Umweltschutz, BirdLife-Organisation, Dixie Taxi, Blauring-Organisationen. Also das ist wirklich über Sport, Kultur, Umwelt, die ganze Bandbreite, wo Leute ehrenamtlich tätig sind. Können sich auch Firmen bewerben? Also bist du schon bei Grand Resort gewesen? Das können sich jetzt als Grand Resort mit einer speziellen Leistung bewerben? Oder kann sich die Talgemeinschaft bewerben? Nein. Oder müssen es Einzelpersonen oder Vereine oder sein oder so? Es muss freiwilliges Engagement sein, es muss ehrenamtlich sein, das ist das Kriterium. Ja. Darum kommen Firmen nicht in die Auswahl. Aber die Talgemeinschaft zum Beispiel schon, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Warum kann sich jetzt eine Talgemeinschaft mit Wasberg einfach für einen Einsatz für das ganze Land? So? Genau, sie können sich für den Einsatz, für den grossen Einsatz bewerben. Und zwar dort, wo der Präsident daheim ist, das heisst in Wallenstadt. Sie haben sich auch beworben und sie sind dort entsprechend auch nominiert genau, worden, gell? Ja. Genau. Wie der Kunde von dem, auch der Guide, hat mir gesagt, sie sind nominiert. Er weiß aber nicht auf welchem Rang. Also eben, wie gesagt, wir haben am Donnerstag aufgenommen, senden das am Sonntag und ich schwöre, ich sage dem Guide nicht. Aber weißt du schon die Reihenfolge, jetzt, wie es dann rauskommt? Wer kommt auf die erste Stelle, zweite, dritte Stelle? Haben wir übrigens Podestli denn da? Das mit dem Podestli müssen wir zuerst noch Donnerstag kommen, bis am Sonntag noch organisieren. Wir haben pro Gemeinde einen Sieger und wir haben dann über das ganze Land dann nochmal der Regionalgewinner quasi. Und es ist in Mels ist es in dem ganzen Land, in Sargans ist es Blauring, in Wallenstadt ist es Pfadi St. Lucius und Luzi, ja genau. Und in Pfäfers, da bei uns, ist es das Läupenteam im St. Margrethenberg. Läupenteam? Genau. Die machen am Morgen um 5 Uhr schon die Läupen parat, damit
alle vom ganzen Land können raufkommen von St. Margrethenberg zum Langlaufen und Winterwandern. Genau. Und da machen die völlig freiwillig und gratis eigentlich so? Das machen die wirklich ehrenamtlich, genau. Unglaublich. Und dann über die ganze Region, da ist dann die Altgemeinschaft, die in die Grenze kommt, oder? Da ist es dann mit dem höchsten Punktestand, ist es Pfadi St. Lucius in Wallenstadt. Aha. Ich glaube, es geht auch nicht um die einzelnen Ränge, sondern um die Anerkennung insgesamt, um die Sichtbarwerden von dem grossen Engagement. Und darum, ich glaube, hoffen wir, dass da auch alle, die nicht auf dem Podest stehen, das als Anerkennung können wahrnehmen, die Publizität, die es auch gibt. Und, ja. Du bist eine Frau. Ich habe mal als Mann das Gefühl, es sind vor allem Frauen, die die freiwillige Arbeit leisten. Da täusche ich mich da. Ich will es nicht statistisch ausgemessen haben. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob von den Bewerbungen viel mehr Frauenorganisationen sind. Gefühlt so, wenn ich in meinem Umfeld umschaue, gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, wir leben gerade in diesen Dörfern unheimlich davon, von so vielen Frauen, die sich engagieren und sich zum Wohl der Gemeinschaft in diesen Dörfern einsetzen. Das würde ich auch so einschätzen, ja. Ich finde es toll, dass man so einen Preis vergibt, Benivol. Aber irgendwann denke ich mir auch, all die freiwilligen Arbeit, die man auch als freiwillig hinnimmt, die man nicht zahlt, dafür, oder wo volkswirtschaftlich aber ein riesiger Gewinn ist. Also, man schätzt etwas, man zeichnet etwas aus, wo man eigentlich vielleicht sonst muss zahlen. Absolut, ich glaube das. Und darum gibt es auch Organisationen, ganz viele, die sagen, ich bewirb mich auch gerne nicht, weil ich mache das und das muss auch gerne nicht an die grosse Glocke gehängt werden. Und auch das gilt es zu respektieren, auf jeden Fall. Es ist aber, glaube ich, so ein Versuch, das wirklich wahrzunehmen, was bei uns wirklich an unheimlich vielen Stunden geleistet wird und dem auch ein Gewicht und eine Stimme zu geben. Ohne das, ich glaube, die Reihenfolge und ob jetzt da einer dann besser oder schlechter ist, ich glaube, das wäre gefährlich, wenn wir so würden anfangen. Es wird viele Stunden geleistet und dem gilt es, Wertschätzung zu bringen, ob das jetzt in Form von einem Preis und Rangliste ist, dann sowieso vielleicht ein bisschen schwierig, aber das ist jetzt das Mittel, das man jetzt da in dieser Trägerschaft gewählt hat und wo auch im ganzen Kanton, es gibt ja auch noch kantonale Gewinner, gewählt worden ist, aber es ist sicher nicht das Einzige, um die freiwilligen Arbeit wertschätzen. Und du weißt ja, auf was du redest. Du bist ja eine Gemeinderätin. Das ist ja fast ein bisschen Benivol, wenn man sieht, was für Honorare es gibt. Nicht? Genau, ja. Das ist auf jeden Fall auch hoffentlich ein Beitrag an die Gemeinschaft und das Wohl in so einem Dorf. Ja. Also du freust dich richtig, gell, auf den vielleicht vom Benivol-Preis. Bist du denn die, die dort darf, die ehren? Ich darf den Anlass führen, genau, weil wir hier einfach am Sonntag gerade auch im Pfäfers den Weihnachtsmarkt haben im Marstall. Wir haben das Kinderjodelchörli, wo gerade auch dann so die musikalische Umrahmung macht. Und es ist dann am 5 Uhr gerade anschliessend auch das Adventskonzert von der Dorfmusik hier in der Klosterkirche. Und darum hat es gerade gepasst, das so einzubetten in den Anlass, dass es jetzt hier zu Pfäfers ist. Eine letzte Frage, weil wir das aus Zeitgründen die wir vorher aufgenommen haben, also der Marstall, der Weihnachtsmarkt, kann man den nachher auch noch anschauen? Ist das nachher auch noch offen oder ist es auf diesen Tag beschränkt? Das ist an dem Sonntag, am 3. Dezember, wo der Weihnachtsmarkt ist. Ist aber immer am 1. Adventswochenende, also wenn man es heuer verpasst hat, kann man gerne das nächste Jahr wieder kommen. Das ist immer am 1. Adventswochenende im Marstall ein wunderbarer Adventsmarkt. Und wenn man den Adventsmarkt verpasst hat, dann könnte man natürlich immer auch langläufig kommen. Also die Leute, die sind immer in Betrieb da, he? Die Läupen auf dem St. Margrethenberg und auch die Fettis sind wunderbar parat. Man sieht, es schneit auch. Also wir freuen uns auf Besuch.